Dann können Sie jetzt sogar was sagen. Ja. Herr Schulz, ich bin da. Ja. Sie waren so nett und haben mich so angeregt. Jetzt machen Sie mal ein Interview. Also jetzt reden wir einfach weiter, nicht? Jetzt reden wir weiter. Wir haben nämlich schon vorher geredet über Fernsehen, über den Niedergang unserer Kultur und haben uns in eine Situation reingebracht, bei der wir gesagt haben, wenn wir jetzt weitermachen, dann haben wir alles besprochen, was die Zuschauer gerne gehört hätten. Mhm. Guten Abend, liebe Zuschauer. Willkommen beim Wortwechsel. Unser Gast heute, Sie haben ihn natürlich schon längst erkannt, wenn Sie es nicht in der Rundfunkzeitung vorher gelesen haben. Nicht alle. Siegfried Lowitz. Nein, Sie verwechseln mich ja oft mit Erik Ohde, oh nein. Der seit, glaube ich, 15 Jahre tot ist. Ja. Freue ich mich immer drüber, denke ich, na ja, wenn die sowas sagen, dann lebe ich sicher noch lange. Aber das ist schon komisch, wenn man nämlich die beiden Bilder von uns nebeneinander hält, da sieht man, dass ich überhaupt keine Ähnlichkeit mit meinem Kollegen Ohde habe. Und wenn die Leute ein Millionenpublikum heute noch am Tag in München einmal oder zweimal, manchmal gar dreimal sagen, grüß Gott, Herr Ohde, dann fehlt einem doch jedes Verständnis. Sag mal, was sind das für Leute? Ja? Sie sollten ja schon ganz früh diese Rolle spielen, die da Erik Ohde gespielt, und haben Sie abgelehnt damals. Sie wollten es dann eben nicht. Nur woher aus wissen Sie das? Woher wissen Sie das? Man weiß alles. Das fällt mir jetzt erst auf. Das stimmt wirklich. Ich sollte den Kommissar spielen. Das habe ich aber nicht gemacht. Waren Ihnen die Bücher zu dämlich oder hatten Sie andere Interessen? Nein. Ich habe damals so viel anderes zu tun gehabt, dass ich das nicht machen konnte. Und dann erst hat man mir, ich glaube, noch während Erik Ohde das spielte, hat man mir den Alten angeboten. Mhm. Der Titel, der ja ziemlich dämlich eigentlich ist, denn die ganzen jungen Leute schrien dann auf der Straße, der Alte, Alter! Ja, die hatten eine Mordsfreude, weil ja die Alten nicht mögen, die Jungen. Dass sie selbst mal alt werden, damit rechnen sie gar nicht anscheinend. Wenn wir schon über das Altsein reden, dann sollten wir auch sagen, dass Sie satte 81 Jahre alt sind. Ja, ich bin 81. Im September geworden. 22. September 1914. 14, ja, bin ich geboren. In Berlin. Ja. Von dem Krieg werden Sie nicht mehr viel wissen, in den Sie da beinahe reingeboren sind. Vom Ersten Weltkrieg weiß ich nicht mehr sehr viel. Ich weiß nur, dass meine Mutter damals in Berlin mit mir eine Straße runterging und auf einmal hieß es, Straße frei, es wird geschossen. Meine Mutter rannte mit mir in einen Hausgang. Das weiß ich noch. Und dann ging meine Mutter mit mir 1918 nach Amsterdam, weil es ja in Berlin für Kinder ganz schlecht war. Es gab ja gar nichts zu essen. Nichts. Schlimmer als im Zweiten Weltkrieg. Gab nichts zu essen damals in Berlin. Und da ging meine Mutter mit mir nach Amsterdam und hat dort durch Bekannte eine gute Position gehabt. Sie war Modezeichnerin, Modeschöpferin in einem Modesalon und Kleiderfabrik. Und dann musste sie aber immer nach Berlin fahren, um operiert zu werden. Und nach der dritten Operation ist sie gestorben am Magenkrebs. Da war ich 6 Jahre. Mhm. Waren ja. Sie allein Einzelkind? Ich war ein Einzelkind, ja. Mhm. Dann ist das eine ziemlich schwierige Situation. Das war ziemlich hart, weil mein Vater, der schuldig geschieden war, der holte mich dann nach Mainz am Rhein, diese fröhliche Karnevalsstadt. Und da habe ich dann meine Jugend verlebt, bis ich dann auf die Schauspielschule ging. Also ich weiß nicht so recht. Als Sie gerade gesagt haben, nach Mainz am Rhein, diese fröhliche Karnevalsstadt, da haben zwei Sachen mitgeklungen. Ja, das sollten auch sein, zwei. Mhm. Und die andere? Habe ich so gemeint. Über die andere wollen wir gar nicht reden. Mhm. Aber es war auch schön, es war nicht nur so, sondern auch so. Es ist ja alles im Leben, nicht nur so, sondern auch so. Wir haben gespielt im Rhein, wir sind geschwommen im Rhein, der war damals grün. Und man konnte schwimmen. Man war unter Lebensgefahr manchmal. Wir schwammen dann auf die Lastkähne drauf, die gezogen wurden und die ganz tief im Wasser lagen. Und da bin ich einmal drauf, da hatte ich eine Blinddarmoperation hinter mir. Und da bin ich da drauf und die Hände waren schon blutig, weil ich vollkommen vorwärts gerissen wurde mit diesem vom Bord
dieses Lastkahns und habe dann noch mit letzter Kraft den Kahn, den Holzkahn geschnappt, der hinten dran, und saß nur da drauf. Und das Schiff, das fuhr aber ziemlich schnell. Ich musste ja nur wieder runter. Mhm. Da bin ich beinahe ertrunken. Kam ich also gerade noch an die Badeanstalt wieder, von der aus ich gesprungen bin. Ja. Ja, das war so ein Erlebnis. Also sind bergauf mit und dann haben sie zurücktreiben lassen. Ja, wieder runter. Ja. Ja, ja, sowas haben wir gemacht. Jungs. Wissen Sie, als Sie das gerade mit diesen Mainz sagten, ich will wirklich nicht über die Mainzer Gesellschaft jetzt was reden, das interessiert die meisten Leute wahrscheinlich auch gar nicht, aber da schwang etwas mit, was mich an den Hans Fallader Trinker erinnert. Ja, da war ich aber noch ein Kind, damals nicht. Ja, ja, den Trinker habe ich später gespielt. Ja, ja, aber diese feine Gesellschaft, in der Sie da bei dem Hans Fallader sind, ne? Mhm. Und die Gesellschaft, in der Sie dann auch eigentlich alleine sind. Und die Kamera hat das ja damals sehr eindrucksvoll immer wieder gezeigt, diese Isolation. Das ist aber eine ganz andere Geschichte. Da war ich ja schon Schauspieler. Und der Trinker, den haben wir bei der Bavaria, glaube ich, gedreht. Ja. Und das war ein sehr guter Film. Ich weiß, ja. Den zweiten Trinker, den ein Kollege spielte, den hat man dann gesehen. Und unser Trinker, der wurde vollkommen totgeschwiegen. Den hat es überhaupt nicht mehr gegeben. Dabei war der sehr gut, das muss ich schon mal sagen. Nicht? Mhm. Ja, na ja, so ist das manchmal. Ja, die machen ja heute, was sie wollen. Nicht? Schön, wie Sie dann immer anschließend so ein kleines Lächeln ins Gesicht setzen. Ja, ne? Ja, ich kann das alles nicht mehr ganz ernst nehmen. Wissen Sie, wenn man so viel im Leben gesehen hat wie ich, Frieden und Krieg und alles. Zwei Kriege, ne? Zwei Kriege, einen als Kind, einen als Soldat. Mhm. Nicht immer, aber zum Teil. Da freut man sich eigentlich, dass man immer noch lebt und dass da oben noch alles ziemlich klar ist. Ja? Mhm. Dass man den Käse nicht mehr so akzeptiert, also einem aber auch gleichgültig ist. Ich meine jetzt nicht Gottes Willen, ich will nichts gegen Käse sagen, aber den Käse, den ich meine, der ist ja, den kann man ja gar nicht essen, nicht? Also dahinter steckt Ihre Kritik, über die wir auch schon vor der Sendung ein bisschen gesprochen haben, ja. Ihre Kritik einfach an der Entwicklung unserer, na sagen wir ganz schlicht, Massenkultur. Ja, das ist nun ehrlich wirklich schlimm. Ich meine, wenn man ein solches Instrument hat wie das Fernsehen und man schafft also elegant das gesamte Kulturprogramm zum großen Teil, ich spreche jetzt von Fernsehspielen, die wir früher gespielt haben, man schiebt das raus und macht schaut wie eine Kuh auf das Heu, so schauen sie auf die Einschaltquoten und machen also etwas, was einen an Stammtisch erinnert und an KDF-Vergnügen, ja, Spielchen, und man wird moderiert, man stellt das Ding kaum an. Da wird man entweder moderiert oder man sieht ja, Revolverschüsse. Man stellt es an und schon hat einer einen Revolver in der Hand. Das ist, ich finde es einfach albern, nicht? Denn man kann ja nicht die ganze Kultur, die in unserem Land war, ich meine, ich brauche gar nicht zu reden vom 18. Jahrhundert oder vom 19. Jahrhundert, nicht, wo es einen Leibniz gab und einen Hegel und einen Schopenhauer und einen Goethe und einen Schiller und einen Kleist. Wenn man das alles wegschiebt, ja, wo stehen wir dann? Und ich will Ihnen sagen, wo wir stehen. Ich habe diesen wunderbaren Film gesehen, von Scorsese heißt er, glaube ich, gell? Casino. Und da sehen Sie eigentlich unsere Zeit, nicht? Also eine Zeit, ja, also wie vom alten Rom, nicht? Wo also alles